Kollision ausweichen! Ehrlich. Was haben die denn jetzt gedacht? Schütze. Die haben angefangen. Ich bin diesmal unschuldig. Ich wollte den Leuten nichts tun. Die alle kaputt, die mich angreifen. Da müsste ja noch sein, ne? Oder ist jetzt runtergegangen? Ne, da ist er. Das Kalt ist dazu richtig gut. So, jetzt weiter zu unserem Ziel. Wie gesagt, die haben angefangen. Ich kann nichts dafür. Kann man ja mal nebenbei annehmen. Wenn man schon mal dabei ist. So. Ab zu Gelon. Ah!
Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte! Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Sie sind tot, verstanden? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff. Aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Jo, alles klar. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie trägt den Namen Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführer. Warum geht's nicht dahin? Aber dann könnte man gleich mal gucken. Söldner. Kurz Söldner. Schiff. Wir haben ja noch einen Platz frei, ne? Wir haben noch so viele Leute, die wir nicht mal mitnehmen können. Aber cool, guck mal, dann kann er zum Beispiel schon mal gehen. So. Der mit der Glatze, der kann weg. Da machen wir mal jemanden. Mehr falsch. Ach ne, den haben wir schon. Den nehmen wir den da. Anheuern. Und der da. Ich nehme jetzt mal entlassen irgendwie. Ja, ne? So. Den einen kann ich nicht entlassen, warum auch immer. Hektorn. Ich weiß nicht warum. Aber gut. Einen besseren Rumpf. Dafür braucht ihr mehr Kohle. Dann könnt ihr noch jemanden anheuern. Dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld. Dann schauen wir mal erstmal hier, was wir noch. Mal unser Inventar wieder clearen. Da ist hier alles weg. Es gibt auch alles schön noch Zeug dann für mich. Das kommt weg halt weniger. Hier, das ist mit Level 15, das kann ich dann nachher nehmen. Kriegerschaden, Giftschaden, Attentatschaden und Nahkampfwiderstand. Klingt gut. Beine können weg. Die braucht man nicht. So. Jetzt habe ich ja kein anderes. Wird abgeschlossen. Yeah! Dann brauchen wir eine neue. Ein Geist befragen. Sprich mit dem Orakel von Delphi. Ist ja wiederum deine Hauptquest. Bitte Haie, Kopfgeld einer Söldnerin, schalte die Söldnerin aus. 5000 Meter! Machen wir erstmal das. Was ist wieder da hinten, ne? Ich hab ein Schiff dahin. Ach, das ist auch mal ein Hügel, ne? Ja gut, dann reiten wir dahin. Dann reiten wir fix zu Henninger das auch. Ich wollte wieder richtig geil aufspringen, Mann. Aber dann nicht. Ich hab wohl alles nicht, für wie ich das will. So, ja, reiten wir jetzt mal dahin. Ich glaube, wenn ich das Spiel durch habe, wird das noch Ewigkeiten dauern. Ups. Aber weil ich mich viel lieber durch die ganze Gegend treibe, als die ganzen Hauptquests zu machen. Und rein theoretisch müsste ich auch mal irgendwie demnächst mal hier und da ein bisschen sammeln, also Zeug sammeln. Sorry, Kalkos. Ach ne, Eisen, schade.
Ne, eigentlich müsste ich hier und da mal ein bisschen Zeug sammeln, jetzt noch demnächst. Um mal unser Schiff ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und uns selber auf Vordermann zu bringen. Mal wieder einen Schmied besuchen, um unsere Rüstung mal ein bisschen aufzupeppen, aber... Alles Sachen, dazu komme ich nicht. Das Spiel ist so groß, ich komme nicht dazu. Ah. So. Oh. Pferd. So, du läufst mal hier. Stirb. Und du auch. Die eh alle. Meine Feinde sind sowieso alle. Irgendwie. Ich mit einem Apfel. Oh. Mit dem war das noch länger. So. Das war der. Muss ich dann irgendwas machen? Nee, ne? Kopfgeld für spartanische Schiffe, da muss ich mehrere auslöschen. Eigentlich würde ich ja echt mal gerne die ganzen Aufträge nach und nach abschließen, aber das ist, glaube ich, dann zu much, dann... Wollen wir nicht machen? Bitte Haie. Ist was, wir gehen jetzt mal wieder... In die Hauptquest mit Elbenau, da habe ich gerade irgendwie Lust zu. Wo muss ich denn da hin? Ja gut, aber ich weiß ja nicht, wo der genau ist, ne? Oder gehen wir erstmal nach Delphi? Kommen wir da einfach mal eben so hin? Ich glaube schon. Gehen wir erstmal da hin. Dann muss ich, glaube ich, später erstmal ein paar Hinweise suchen, wo sich Elpe noch aufhalten könnte. Oder das irgendwie herausfinden. Und dann gehen wir erstmal zum Orakel, machen da mal ein bisschen Quests hier und da. Ja, auch nicht weit weg. Macht keinen Unterschied eigentlich. Ich glaube, das Orakel finde ich schneller, als dass ich da den Elpe noch suche. Aber anscheinend haben die Athener sich wieder mächtig aufgebaut. Nikolaus warnte mich vor schlangenem Gras. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh. Kann das Pferd umfallen? Ich jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet. Was habe ich hier alles schon ausgerottet? Ich brauche hier keine Angst mehr haben. Das Pferd im Umfallen muss. Komm ich hier irgendwie hoch? Papier. Hier kommen wir auch. Sehr gut. Auch wenn das Pferd ganz schön rumspackt hier. Das scheint so ein bisschen grafisch buggy zu sein. Also zumindest an den Schrägen. Heiligtum von Delphi. Jetzt mal hier. Geh alleine rein.
Neue historische Ort. Okyrieisches Spiel. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Eine neue Nachrichtentafel. Kopfgeld der Banditen. Ach, 4 Banditen. So viele Fragen. Einfach mit dem Schaden kannst du nicht. Woher hat auch eine Quest? Malaka! Wenn das nicht der Adlermann persönlich ist. Du bist groß geworden, Alexios. Und du bist alt geworden, Photios. Der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Und werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markos, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markos. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell. Und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Einmal Söldner, einmal Söldner. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Also gut, ich helfe dir, aber... Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Und ich dachte, ich werde langsam weich. Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Das sollte nicht allzu lange dauern. Gut. Das Quest haben wir. Ich würde jetzt erstmal ein paar Quests hier annehmen, meine ich. Wenn ich schon mal hier rumlaufe. Da muss noch eine. Man kann ja allgemein noch so viel machen, wenn man sich mal auf die Karte das anschaut. Hier habe ich hier vorhin angefangen. Hier bin ich angekommen. Hier haben wir ja das letzte Mal, oder bei der letzten Aufnahme halt, dass die Festung weggehauen. Dann sind wir weitergegangen. Zahl der Schlangen. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Hier auch noch. So. Dann könnte ich halt schon noch hier. Hier ist auch noch was. Hier sind noch Fragezeichen übrig, die ich noch machen kann. Hier ist auch noch alles unentdeckt. Bei dem Heiligen Land des Apollon. Da muss ich ja später dann die Tochter des Artemis auch nochmal die Quest holen. Jetzt laden wir gerade hier durch. Hier sind auch noch so viele Fragezeichen. Ich habe echt noch gar keinen Plan, wie ich das machen will. Weil. Ich glaube, das braucht Stunden, bis ich mit den ganzen Fragezeichen durch bin. Söldner! Aber na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Du bist faltig, hast graue Haare und ich will keine haben. Und jetzt erzähl weiter. Pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal.
Bei den Göttern, erspare mir die Details. Bei den Göttern, Frau. Ich sagte, erspare mir die Details. Ich hätte nicht gedacht, dass ein so harter Söldner so empfindlich sein kann, wenn es um ein bisschen Spaß geht. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Ich sammle dir's. Also gut. Ich sammle die Zutaten.